Drop this bass. Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Tech It Legends mit mir, dem Kirsch. So, immer noch in der Aufnahme-Session. So, auf jeden Fall hatten wir ja in der vorigen Folge vieles hier unten gemacht. Und ja, wir haben jetzt auch noch die Pure NASA Crystals. Pure. Da haben wir dann nämlich die und dann noch jetzt noch die NASA Crystals. Also die. Ja. Dass wir die da unten gleich rein. Und dann wollten wir jetzt in der Folge einen Timer machen von Blue Power. Da habe ich schon ein bisschen wieder mal was vorbereitet. Nicht viel. So, wir brauchten die. Habe ich den Pure? Nee. Aber haben wir ja, kann man hier drauf zugreifen. Pure. Machen wir hier ein. Habe ich nämlich schon mal hier die Platten gemacht. Und dann unseren Highspeed-Öfen. So, jetzt werden. Oh ja, wir müssen da das mal schnell noch. Irgendwelche Slabs herstellen. Natürlich habe ich vergessen. Slab. Okay, mit dem Bilobut habe ich oben schon angefangen, wieder mal einen Boden auszulegen. In der Zeit, wo ich hier auf die gewartet habe. So, hier sind jetzt schon die drinne, die dann heraus, halt rausgeklickt werden müssen. Okay, so, so. Einen Ofen haben wir natürlich noch. Einen Ofen. Einen Eimer. So, da tun wir hier die rein. Und hier hatten wir ja. Hatte ich die hier unten rein? Nö. Nee. Wo habe ich die reingetan? Jetzt haben wir hier die. Ach, warte mal. So, hier hatten wir die. Und dann tun wir hier drüben die rein. Gut, da haben wir schon mal ein bisschen was aufgeräumt, ein wenig. Nicht viel, aber ein wenig. Okay. Jetzt beschäftigen wir uns mit den Glocker oder Timer besser gesagt und nehmen erstmal noch einen Wassereimer. Water Bucket. Dann können wir hier unten alles versuchen zu craften. So gut wie möglich, versteht sich. Okay, perfekt. Ich hoffe mal, wir brauchten dafür keine extra Alloys. Suchen. Timer. So. Wir brauchen die. Natürlich müssen wir da mal ein paar System tun. Tesla Teat. Rein, nehmen wir mal minimal schon einmal 9 Stück. Okay. Okay, hier brauchen wir noch einmal. Können wir rein. Tut uns nichts. Brauchen wir auch. Brauchen wir da plus ein oder? Jetzt müssen wir den rein theoretisch gemacht, schon machen können. Jo. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das richtig eingestellt kriegen. Hier mal kurz weg. Jo. Hier stellen wir mal ganz kurz den ab. Nehmen die mal kurz raus. Ne, stellen wir mal noch ein bisschen höher. Den rein, den rein, den rein. Und dann können wir. Ach, wisst ihr was, wir machen da noch den Crystal Crow Accelerator an.
weil zu 14 sind die schneller. Und damit schneller heißt, wir sind effektiver, produzieren mehr. Das könnte jetzt kurz knapp. Oder wir machen es so. Man muss halt dann bloß unten noch ein Kabel dran setzen. Ja, natürlich war das nicht so. Da war der. So. Den muss ich jetzt noch fix wieder mit dem Kabel versehen. Okay. Jetzt können wir hier wieder runter auf 2 Sekunden stellen. Okay, dann können wir das hier wieder raus. Da haben wir das doch, ging doch eigentlich relativ zügig. Jetzt können wir eigentlich immer gucken, wie die vorangehen. Müssen wir halt nochmal. Ach, wir brauchen erstmal noch Sand. Und dafür brauchen wir halt unseren Storager-Bass. Start. Dankeschön. 3 kriege ich die schon hin. Nö, also machen wir erstmal hier ein paar. So, und da war ein kurzer Cut, aber macht ja nichts. Können wir gleich mal gucken, wie viel Pyrm wir haben. Die werden jetzt eigentlich alle da drüben sind, die Seeds. Und die sind da drinnen und die wandern dann alle hier rein. Pure. Hoffe ich mal, dass das so klappt, wie ich es mir denke. Wir können aber noch ein Storage machen. Start. So, da kann man nämlich schon wieder mehr reinhauen. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, den. Wir müssen noch die. Haben wir die anderen Kabel? Ne, haben wir schon wieder rausgetan. Müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir hier schon. Okay, die 3 hier haben wir: Kohle, Rubber und Copper. Okay, und hier darf eigentlich nichts, also machen wir hier einen Kabeleingang hin. Zur Sicherheit. So. Summ, summ, summ. Ja, jetzt machen wir es mal hier wieder. Kohle haben wir noch. Wunderbar. Sehen wir uns hier mal an, den Rubber haben wir auch noch. Wunderbar. Und gehen wir mal schnell noch schlafen. Summ, summ. Und ich habe natürlich vergessen, da drüben auszuleuchten. Super. Naja, gut, ist anscheinend nichts gespawnt. Wunderbar. Schauen wir mal, wie es mit unserem Pure ausschaut. Okay, das dauert trotzdem halt auch noch lange mit den 4ern. Mit den 5ern wäre es halt schnell. Da hat ich jetzt gerade welche gesehen, ja? Pure. Hat doch, es klappt. Weiß jetzt schon einer geworden. Also Storage. Wunderbar. Und dann können wir jetzt nämlich noch das Copper anschließen. Nein. Das soll ja kein Smart Cable sein. Ich wollte hier nämlich Copper ran.
So, perfekt. Ah, hat schon gedacht, huh. So. Oh ja, das tut dann nur noch hier 100 Lust. Okay, perfekt. So, aber da wir jetzt mit den haben, können wir jetzt unser Rubber. Summ, 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 summ. Und jetzt noch Copper. Summ, summ, summ. Da haben wir nämlich die Copper Cable. Flup. So, dann müssen wir einmal. Dann brauchen wir Refined Iron. Und dann noch Redstone. Jawohl, da haben wir nämlich den. Da können wir uns dann nämlich gleich den Oberflocker machen. Nee, brauchen wir nicht automatisieren. Dann machen wir hier die Copper-Cable und hier das rein. Ja, dann machen wir uns mal ein paar Circuits. Ja, ne, so viele brauchen wir nicht. Wir brauchen nur, ich mach mal 4. Start. Summ, 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 summ. Was wird nun gerade wieder gecraftet? Copper Cable. Ah, das kann nun gerade Sinn, weil. Hä? Warum willst du das hier nicht machen? Jetzt hat ein bisschen gesponnen, okay. Circuit. So, machen wir uns mal bitte noch ein. Start. Spack das ein bisschen rum. Cancel. Machen wir uns mal bitte noch ein Circuit. Start. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir nochmal Copper Cable. Wir brauchen aber bestimmt ein paar mehr. Dann machen wir uns mal wieder 30. Start. So, wir brauchen nämlich die. Dann brauchen wir die Circuit und dann die Coolant Cells. So, 4 Stück. Mehr brauchen wir nicht, mehr wollen wir nicht. Dann können wir nämlich hier oben unsere okay, da können wir uns nämlich jetzt gleich noch so eine andere Karte machen. Auch eine Redstone Card. Ne, hier die Kapazität der Card. Ja. Wir brauchen 2 Kapazität der Cards. Einmal hier und hier. Ach ne, kann man die nicht so machen. Nö, schade. Level Limiter. Jetzt mal ganz genau suchen hier. Hier sind die Fassaden.
eins killen. Oh ne, doch nicht. Und hier bräuchte man eigentlich. Also ne, Reds. Na. Hat. Okay, das ist perfekt. Und dann tun wir hier nämlich Coal Dust rein. Halt einmal nur. Weil da kann man nämlich dann langsam anfangen, uns Solarzellen zu craften. So, perfekt. Coal. Dust. Hier machen wir uns mal bitte auch 100. Und so. Activated Resignal. Oder brauchen wir hier noch einen separaten? Das könnte natürlich auch sein, dass wir dafür einen separaten bräuchten. Also noch einbauen. Weil hier geht ja nichts rein. Hier hat man ja dann nämlich auch das. Ja. Okay, da waren wir bestimmt noch einen separaten Projekt. Okay, also machen wir den weg und dann machen wir noch einen separaten, ja. Sagt dumm. Ja, ich weiß. Wir packen hier dann den Export Boost. Da braucht Redstone Card und eine Capacitator. Ne, die brauchen wir dann nun nicht mehr. Dann machen wir hier den Nether Quartz. Nein, da brauchen wir eigentlich den. Das. Und ja, das tut jetzt gleich hier wieder verbinden. So. Wenn 100. Oh, natürlich, ja, jetzt hat es noch ein paar reingepumpt. Macht aber nichts, ich habe ja eh noch ein paar hier drin. Ups. Ups, da waren ja welche weg. Okay, da können wir das raus. Müssen wir das halt demnächst machen. Demnächst. Wie viele Pure haben wir jetzt? Klappt es doch nicht. Okay, da werde ich mir bestimmt mal bis zum nächsten Mal ein kleines Infovideo anschauen. Oder ist das hier hinten überhaupt verbunden? Okay, die sitzen alle zu verbunden. Aber ich hatte doch mehr wie zwei reingetan. Anscheinend nicht. Komisch. Ich habe doch 64 Seeds bestellt.
fehlt Sand. Machen wir uns halt mal nur 30. Okay, die gehen ja dann da drüben rein. Gut, dann muss ich mir bestimmt mal ein kleines Infovideo anschauen oder ein Tutorial. Und jetzt sage ich mal an der Stelle hier, danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen, kommentiert, abonniert und Däumchen nach Öbchen. In dem Sinne, haut rein und bis morgen.